französische Kürbisapfelgalette. Zubereitungszeit, ca. 2 Stunden. Für 4 Personen. 350 Gramm Mehlsalz. 150 Gramm Butter, 125 Milliliter Eiswasser. 400 Gramm Kürbis aus dem Glas. 400 Gramm Cocktailäpfel aus der Dose. Kardamom, Koriander und Ingwerpulver. 2 L Butterflöckchen. Das Mehl mit dem Salz in ein unbekanntes Zeichen Mehlschüssel geben und gut verrühren. Die kalte Butter in Flöckchen schneiden, dazu unbekanntes Zeichen geben und alles mit dem Mehl unbekanntes Zeichen zerverrühren. Das Eiswasser nach und nach dazu geben, bis ein glatter Teig entsteht. Das Ganze dann in Frischhal unbekanntes Zeichen Tefolie wickeln und ca. 30 Mi unbekanntes Zeichen Natten an einem kühlen Ort ruhen lassen. In der 2 unbekanntes Zeichen Schenzeit den Kürbis und die Cocktailäpfel in einem Sieb abtropfen lassen. Dann mit den Gewürzen bestreuen. Das Obst ca. 30 Minuten ziehen lassen. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Kreis von ca. 28 cm Null ausrollen. Dabei den Rand nicht glätten. Das Obst darauf verteilen, dabei einen Rand von ca. 5 cm freilassen. Den Rand mit den Händen hochziehen und etwas über die Füllung drücken. Die Butterflöckchen über das Obst verteilen und den Teig unbekanntes Zeichen Rand mit Wasser bestreichen. Das Ganze auf das Backblech geben und im Backofen auf der mittleren Einschubleiste ca. 40 Minuten backen. Vor dem Servieren ca. 10 Minuten ruhen lassen. Dazu eine Vanillesoße servieren. Gerieste Gurkensuppe. Zubereitungszeit, ca. 25 Minuten, plus Zeit zum Kühlen. 2 Salatgurken, 2 Avocados, 3 Zwiebeln, 2 Knoblauch, 10 L Gemüsebrühe, 1 L Zitronensaft, 250 Gramm Joghurt, 250 Milliliter Buttermilchsalz, Karübine Pfeffer, Kreuzkümmelpulver, 1 Bund Tortischien. Die Gurken schälen und längs halbieren. Die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Die Avocados halbieren. Den Stein entfernen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel herausschaben. Die Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. Die Knoblauchzehen schälen und durchpressen. Avocado und Gurkenstücke, Zwiebeln und Knoblauch mit dem Schneidstab des Handrührgerätes pürieren. Die Gemüsebrühe dazugeben. Zitronensaft, Joghurt und Buttermilch unterrühren und alles mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmelpulver würzen. Das Ganze circa eine Stunde kühl stellen. Inzwischen die Radieschen putzen, waschen und in Scheiben schneiden. Die Suppe unbekanntes Zeichen P auf Tellern anrichten und mit Radieschenscheiben und Radieschen grün garnieren. Pikanter Brokkoli-Auflauf. Zubereitungszeit, 35 Minuten. Für 4 Personen. 500 Gramm Brokkoli. 2. Rote Paprika. 400 Gramm Gnocchi aus dem Kühlregal. Salz. 30 Gramm Kräuterbutter, 30 Gramm Weizenmehl, 250 Milliliter Milch. 3. L-Sahne. Pfeffer. Korianderpulver. 120 Gramm geriebener mittelalter Gouda. Den Brokkoli putzen, waschen und in Rüschen teilen. Die Paprikaschoten putzen, waschen, halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Brokkoli und Gnocchi in leicht gesalzenem Wasser ca. 6 Minuten blankieren. Abgießen und abtropfen lassen. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Kräuterbutter in einem Topf erhitzen und das Mehl einrühren. Die Milch und die Sahne angießen, 4 unbekanntes Zeichen rühren und alles mit Salz, Pfeffer und Korianderpulver würzen. Den Käse unterrühren und schmelzen lassen. Eine Ofen unbekanntes Zeichen feste Form mit Butter aus unbekanntes Zeichen streichen und das Gemüse einfüllen. Die Soße darüber verteilen und alles im Backofen auf der mittleren Einschubleiste ca. 15 Minuten backen. Maiskolben mit Kressebutter. Zubereitungszeit. Ca. 40 Minuten. 8 Kolben frischer Zuckermais.
6 Elsesamel, Salz, Pfeffer, Chilipulver, Knoblauchpulver, 8 kleine frische Bananenblätter, 7 L weiche Butter, 150 Gramm Brunnenkresse, 112 Bund Schnittlauch, 1 L Zitronensaft. Die Maiskolben waschen und trocknen. Das Öl mit Salz, Pfeffer, Chili und Knoblauchpulver verrühren und die Maiskolben damit bestreichen. Die Bananenblätter waschen und die Kolben legen und fixieren unter dem Grill von allen Seiten ca. 30 Minuten. Den Grillen hin und wieder mit der Ölgewürzmischung bestreichen. In der Zwischenzeit die Butter mit dem Schneebesenschau mieg schlagen. Die Brunnenkresse waschen, trocknen und fein hacken. Den Schnitt Lauch waschen, trocknen und in Röllchen schneiden. Bei des unter die Butter rühren und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft pikant abschmieren. Die Maiskolben etwas abkühlen lassen, die Blätter und den harten Strunk entfernen und mit der Butter sehr vieren.